So, hallo ihr Lieben. Mein Name ist Steffi und ich sitze hier heute mit den Gründern von Nirmala Yoga, mit dem Sven Oliver und mit der Caroline Engel. Hallo. 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 Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich habe jetzt auch mal ein paar Fragen mitgebracht. Die erste Frage wäre, was ist denn Nirmala Yoga eigentlich? Ja, Nirmala Yoga, wie der Name schon sagt, es geht um Yoga. Nirmala bedeutet rein oder pure, oder für uns ist das das Sinnbild für die Essenz des Yoga. Es geht halt bei Nirmala Yoga jetzt nicht unbedingt um das körperliche Yoga, sondern es geht um das energetische Yoga. Das heißt, bei Nirmala Yoga arbeiten wir mit den Energien, mit dem subtilen Energiekörper, mit der Kundalini, mit den Chakren, den Nadis. Und es ist eine feinstoffliche Energie und eine feinstoffliche Praxis auch und hat weniger was damit zu tun, jetzt dieses Körperliche, also Yoga, was man auf der Matte macht. Mhm. Es ist eher eine Meditationstechnik oder eine Meditationslehre. Und wie unterscheidet sich jetzt Nirmala Yoga von anderen Yoga-Techniken? Also in der Essenz wiederum unterscheidet sich nicht, weil es gibt eigentlich nur den einen Yoga. Und das Ziel von Yoga ist immer die Anbindung des individuellen Selbst mit dem universellen Selbst. Nur die Wege dahin, die sind viele, und wie Caroline schon richtig gesagt hat, haben wir uns konzentriert auf die Essenz, also auf die energetische Arbeit und auf das Fühlen und auf das Erfahren des Selbst, ja, durch tiefe Meditation und durch energetische Arbeit. Wir haben ja auch noch ein Seminarhaus gemeinsam, wo ganz viel Yoga stattfindet, und wir hatten über die letzten 10 Jahre halt auch die Gelegenheit, die verschiedensten Yoga-Richtungen kennenzulernen, die sich sicher alle unterscheiden im Stil, aber in der Basis doch häufig sehr physisch orientiert sind oder therapeutisch orientiert sind und auch Meditationsteile beinhalten, aber eben vom Schwerpunkt her nicht so orientiert sind wie Nirmala Yoga. Also Nirmala Yoga hat sich zum Schwerpunkt genommen, wenn jemand diese ganzen Grundkenntnisse schon erworben hat und die Asanas alle kennt und die Pranayama-Techniken kennt und die Terminologie kennt, die Philosophie kennt, dann wirklich in die echte Erfahrung zu gehen von Samadhi, von Nirvichara-Samadhi, von gedankenfreiem Bewusstsein und anfängt, die Energien, über die er vielleicht vorher gelesen hat, tatsächlich zu fühlen. Also weniger um die Bewegung, um die Aktion, sondern um das subtile, feinstoffliche Wahrnehmen von dem, was ist. Die außergewöhnliche Technik von Nirmala Yoga, die ermöglicht uns überhaupt erst, dort in diese Wahrnehmung zu kommen, durch die Erweckung der Kundalini-Energie und durch das Öffnen des Sushumna-Nadis. Und dann bekomme ich halt eine neue Dimension der Wahrnehmung. Und da fangen wir an. Das ist eigentlich so das Ziel von den Yoga-Richtungen, von allen anderen Yoga-Richtungen. Und deshalb kann man auch sagen, dass Nirmala Yoga für alle Yoga-Lehrer und alle Yoga-Praktizierenden sind, unabhängig vom Stil. Weil das, was sie hier lernen, ist immer die Fortführung oder die Ergänzung zu all dem, was sie schon gelernt haben. Ja, es geht darum, in diesen Zustand des Yogas zu fallen oder hineinzukommen. Es geht um das Yoga-Sein. Und Nirmala Yoga ist eine Technik, die halt ganz auf dieser Ebene eben ansetzt, ne? Voraussetzungen zu schaffen, wirklich gedankenfrei zu werden. Es geht darum, eben in der Meditation den Energiekörper wahrzunehmen, zu schauen, welche Chakra im Ungleichgewicht sind. Und die dann mit Aufmerksamkeit und Mantras auszugleichen und dann eben wirklich in diesen Seinszustand reinzukommen, in diese Gedankenfreiheit. Natürlich ist das auch Ziel der anderen Yoga-Richtungen, und doch arbeiten wir halt nur auf dieser energetischen Ebene. Und wer kann denn da eigentlich mitmachen? Also Nirmala Yoga ist auch für Leute geeignet, die jetzt nicht so gelenkig sind, auch die schon vielleicht auch mal ein bisschen älter sind,
Wir praktizieren die Meditation auch, können die auch auf dem Stuhl praktizieren. Ne? Also körperliche Einschränkungen gibt es im Nirmala Yoga nicht. Okay. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Ja. Also sehr breit gefächert, auch von der Zielgruppe. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt wissen wir ja schon, was Nirmala Yoga ist. Aber wie seid ihr denn eigentlich zu dieser Praxis gekommen? Ja, also ich bin ja über dich zu der Praxis gekommen, weil du mit mir 2011 so eine Weckungsmeditation gemacht hast. Und ich habe damals schon etwas gespürt. Ja. Trotzdem habe ich 2011 noch gar nicht die Dimension der Meditationslehre wahrgenommen. Und was hast du gespürt? Kannst du das beschreiben in irgendeiner Weise? Ja, also es war, diese Erweckungsmeditation hat mich schon in einer gewissen Weise in die Stille geführt. Und ich habe auch einen ganz leichten Hauch auf den Händen gespürt und auch über meinen Kopf. Und ich habe so eine ganz tiefe, ruhiges, nicht irgendwo hinwollendes inneren Frieden. Ich habe einen inneren Frieden gespürt in mir. Ich habe auch in der Zeit ja auch damals schon Yoga unterrichtet. Und da habe ich auch gemerkt, dass, obwohl ich eigentlich an meinem Yoga-Unterricht nichts verändert habe, die Yogastunden viel tiefer waren. Also die Schüler haben mich angesprochen, ob ich irgendwas verändert hätte. Also sie selbst sind auch viel mehr in die Stille gekommen. Und ich habe auch festgestellt, dass ich selbst auch viel erfrischter war nach den Yogastunden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich gar nicht mehr unterrichte, sondern dass etwas durch mich fließt. Und das hat sich sehr verändert nach der Erweckungsmeditation. Wie bist du denn zu dieser Praxis gekommen? Also bei mir war das ja eine Nahtoderfahrung. Also ich habe 86 einen schweren Motorradunfall gehabt, wo ich dann ganz schnell ins Yoga kam, also ohne dass ich wusste, was Yoga ist. Und ich bin praktisch raus aus dem Körper, ich bin raus aus dem Kopf und war nur noch reines Sein, reine Essenz, also das Selbst, der Atman, das Unsterbliche in uns, das war das Einzige, was noch übrig war. Ich war all eins mit dem Universum und das ist eigentlich der höchste Zustand, der beschrieben wird im Yoga. Ja, dann bin ich wiederbelebt worden und war wieder in diesem Körper mit lauter Schmerz und mein Verstand hat wieder eingesetzt und ich wusste eigentlich gar nicht genau, was mir geschehen ist und doch war ich mir 100% sicher, dass das eine reale Erfahrung war und dass es in mir etwas gibt, was unsterblich ist und was mit allem und jedem in diesem Universum verbunden ist. Ja, und dann habe ich Antworten gesucht und bin dann 1991 in Kontakt gekommen mit dieser Technik, die Nirmala Yoga auch unterrichtet, gelehrt von Srimataji Nirmala Devi und die das 1970 angefangen hat zu unterrichten. Und die Technik, die hat mich halt gekriegt, weil das hat sich genauso angefühlt wie das, was ich erfahren durfte, als ich ohne Körper war. Und dann wollte ich unbedingt mehr erfahren und bin dann nach Indien gereist und habe dort länger in einem Tempel gelebt und habe das immer weiter verfeinert. Wie ist denn eigentlich der Prozess von der Nirmala Yoga? Prozess ist schön, dass du das so nennst. Ja, Prozess. Nirmala Yoga ist eigentlich ein natürlicher Prozess. Der spirituelle Baum, der wächst in dir, ähnlich wie ein Baum in der Natur wächst. Und alles beginnt mit der Erweckungsmeditation. Also diese Kundalini-Energie, die schläft in jedem Menschen im Sakrum, im Kreuzbein und wartet dort auf die Erweckung. Und das ist der Schlüssel zu der inneren Welt, das ist der Schlüssel zu deinem subtilen Energiekörper, das ist der Schlüssel zu deinem Selbst. Und deshalb beginnt der Prozess immer mit der Erweckung der Kundalini-Energie, weil die eine neue Dimension in dir öffnet.
diese Erweckung der Kundalini kann man vergleichen mit dem Keimen eines Samenkorns. Ja? Also das ist das, mit dem es beginnt. Wir wissen alle, man kann Samenkörner 3000 Jahre lang aufheben und die Information über die Pflanze und die Kraft zu wachsen, die ist über die Tausende von Jahren in diesem Korn gefangen. Und so ist es auch mit der Kundalini, die ist in uns. Aber der Prozess beginnt erst, wenn die Kundalini erwacht. Das ist der erste Schritt zum Yoga. Dann beginnt die Dimension der feinstofflichen Wahrnehmung. Das ist also dann der theoretische Teil auch, wo ich Erfahrung und Theorie verbinde, wo ich lerne über meinen Energiekörper, über die Energiezentren, die Energiekanäle, welche Zentren für welche Organe zuständig sind und so weiter, welche Aspekte das für mich bedeutet. Und ja, und dann wachse ich langsam rein in die Wahrnehmung. Ich werde mein eigener Lehrer und Meister, weil ich selber Zeugnis ablege über mich, über meinen energetischen Zustand und lerne, die Energiebahnen in mir zu balancieren. Das braucht auch eine gewisse Zeit, bis ich da Routine kriege, weil es ist praktisch wie eine neue Sprache, die ich lernen muss. Und wenn ich das soweit begriffen habe und mich in diesem Raum bewegen kann und die Technik verstanden habe, dann beginnt der eigentliche Prozess, weil dann beginnt die Arbeit an der Persönlichkeit, weil dieser energetische Körper sich immer widerspiegelt in der Physis und auch in der Psyche. Ja, und da ist immer eine Korrelation zwischen Energiefluss und psychischem oder mentalem Zustand. Das ist der wesentliche Prozess dann von Nirmala Yoga, wo ich lerne, über meine Persönlichkeit zu reflektieren und Ursache und Wirkung verstehe, wie mein Verhalten in direkter Reaktion zu meinem Energiekörper und zu meinem Empfinden steht. Damit zu arbeiten, das dauert dann ein bisschen länger. Okay, und wie lang dauert das denn? Also wie kann man das jetzt sich vorstellen? Also ich setze mich hin, ich habe die Erweckung und dann 3 Tage später habe ich dann die Erfüllung, oder wie schaut das aus? Naja, wir haben ja ganz bewusst die Ausbildung Nirmala Yoga auf 2 Jahre festgelegt. 2 Jahre. Ja, das heißt, wenn jemand wirklich 2 Jahre intensiv mit uns arbeitet, dann hat er das theoretische Wissen und dann ist aber auch schon zu erkennen, wo es hingeht. Mhm. Also ich vergleiche das immer mit dem Pflanzen eines Baumes oder wenn ich einen Samenkorn in einem Garten pflanze, dann sehe ich auch, wenn der Samenkorn sich öffnet, erstmal nichts an der Oberfläche. Irgendwann kommt der erste Trieb. Dann kann ich aber auch noch nicht erkennen die Dimension des Baumes. Und nach 2, 3 Jahren erkenne ich, wo es hingeht. Mhm. Und irgendwann nach 10 Jahren gehe ich in den Garten, dann steht da ein Baum. Und so ähnlich ist es mit diesem spirituellen Baum in uns halt auch. Aber 2 Jahre ist eine ganz gute Zeit. Wir haben von Caroline vorhin gehört, sie hat 2011 mit mir die Erweckung gemacht und eigentlich erst 2017 so richtig begriffen, welche Dimension dahinter steht. Aber es ist durchaus möglich auch, dass man innerhalb von 2 Jahren schon so weit ist, dass man erkennt, um was es geht. Ich selber praktiziere das jetzt 30 Jahre und ja, ich entdecke immer noch jeden Tag Neues, also Spannendes. Man lernt nie aus, man lernt immer wieder dazu. Genau, das ist das Schöne daran. Ja, das gefällt mir ja auch so gut am Nirmala Yoga, weil es halt auch wirklich darum geht, das in den Alltag zu integrieren. Mhm. Wirklich auch dieses Mitgefühl und die Liebe, die Verbindung zu uns und auch zu dem Universum im Grunde genommen in die Praxis zu bringen. Mhm. Und dafür braucht es eben auch immer wieder das Reflektieren der eigenen Persönlichkeit. Das heißt, von dem du gesprochen hast, das Auflösen von Blockaden, Traumata und Konditionierungen, also Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben über das Leben, die machen sich nicht so schnell weg. Mhm. Also erstmal, meistens sind sie uns gar nicht bewusst. Wir holen sie sozusagen mit der Technik erstmal ins Bewusstsein. So, und dann sind sie auch immer noch nicht weg. Das dauert halt eine Zeit lang, es ist Praxis mit den Energiesystemen, es ist das Beobachten immer wieder, wo
bin ich ärgerlich, ne? Wo werde ich schon wieder getriggert, ne? Wo bin ich nicht in der Liebe, wo bin ich nicht im Vertrauen, das immer wieder abzugleichen in dem alltäglichen Miteinander. Ich sage ja auch immer, es geht nicht darum, sich auf den Himalaya zu setzen und zu meditieren, weil da stört einen ja auch keiner, sondern es geht ja darum, diese Gleichmut im Alltag quasi zu leben, mit Menschen in der Liebe zu sein, die einem, was weiß ich, doof finden oder so. Ja, es geht ja wirklich darum, das in den Alltag zu integrieren. Das dauert einfach ein bisschen und das ist auch der Grund, warum wir einladen, in eine Ausbildung zu gehen, wo wir gemeinsam quasi praktizieren, die Wahrnehmung des subtilen Energiekörpers zu lernen und gleichzeitig auch zu reflektieren, okay, wo stehe ich denn? Ja. Und wie ist meine Persönlichkeit und welche Hindernisse habe ich denn selbst, die dann sukzessive zu überwinden? Und was heißt das denn eigentlich, direkt so in die Stille kommen? Meditationspraxis wird ja ganz viel geübt. Und es geht immer darum, zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen, in die Mitte zu kommen. Ja, und dann gibt es ganz viele verschiedene Techniken und Ansätze. Aber wenn man das zu Ende denkt, ist Meditation eigentlich ein Zustand von absoluter Gedankenfreiheit. Ja, genannt Nirvichara Samadhi. Und dieser Zustand ist relativ schwer zu erreichen. Oder beziehungsweise ohne die Erweckung dieser spirituellen Energie gar nicht möglich. Deshalb ist diese Technik von Nirmala Yoga so einzigartig, weil sie den zentralen Energiekanal, den Sushumna, öffnet. Und wenn diese Kundalini aufsteigt, sie eben dann dieses dritte Auge des Agni Chakra öffnet und dann spontan einen in diese Stille führt. Und das ist das, was ich ganz oft auch als Feedback kriege von unseren Kursen oder Retreats, dass Leute sagen, ah, jetzt verstehe ich, was ist mit der Stille gemeint. Aber man muss es erfahren. Mhm. Also auch hier gilt wieder, es ist nur wahrhaftig oder nur echt, wenn ich es selber erfahre. Also Nirmala Yoga basiert immer auf der eigenen Erfahrung des Praktizierenden. Das ist keine Glaubensrichtung, wo man irgendeine Theorie sich anhört und das glaubt, im blinden Glauben, sondern hier erfährt man etwas und auch nur das, was man selber erfährt, wird dann wahrhaftig. Jetzt habt ihr natürlich einen riesen Pool an Wissen und was wollt ihr mit diesem Wissen jetzt machen? Naja, wir wollen es teilen. Ja, also uns ist es wichtig, einen Raum zu schaffen, wo Menschen wirklich innerlich wachsen können, die sich wirklich innerlich befreien wollen, die ins Yoga wollen, und dafür braucht es eben eine Möglichkeit zu praktizieren. Wir haben ja verschiedene Formate, einige Online-Formate, dann Seminare, und es wird auch regelmäßige Meditationen geben, wo man sich online oder auch hier in Sampona treffen kann und praktizieren kann. Und es geht wirklich darum, eben über einen längeren Zeitraum in der Gruppe gemeinsam zu praktizieren und sich auszutauschen und sich auch zu begleiten, weil dieser Weg eben nicht so ist, dass das so schnell vonstatten geht, sondern es braucht halt eine gewisse Zeit, bis es auch im Körper, im Energiekörper ankommt und bis wir gelernt haben, auch unsere ganzen Blockaden, unsere Traumata, die wir haben, dass wir die über die Zeit auflösen können. Und deswegen brauchen wir einen Raum, wir brauchen eine Community oder wir wollen eine Kollektivität haben, wo wir eben gemeinsam quasi begleitet mit dem Sven Oliver eben spirituell wachsen können. Schön. Also Nirmala Yoga ist ja jetzt eine Organisation, eine Non-Profit-Organisation. Trotzdem habe ich ja auch jetzt 28 Jahre schon unterrichtet. Also das ist ja jetzt nicht neu, das Wissen weiterzugeben. Was neu ist, ist sicher, dass das Ganze ausgerichtet ist auf die Zielgruppe Yogalehrer und Yoga-Praktizierende. Weil grundsätzlich ist diese Erfahrung des inneren Selbst natürlich für jeden Menschen möglich. Und ich habe früher halt ganz
viel unterrichtet in unterschiedlichsten Organisationen, in Firmen, auf Gesundheitsmessen und so weiter. Aber für mich hat sich halt rauskristallisiert, dass es am besten und am schönsten ist, zu arbeiten mit Leuten, die mit der Yoga-Praxis schon vertraut sind, weil ich dann eben nicht ganz bei Adam und Eva anfangen muss, ja, was Atman, was Brahman anbelangt, Nadis, Chakras und so weiter. Ja. Aber trotzdem ist auch jeder natürlich eingeladen, der noch nie Yoga gemacht hat, das auszuprobieren. Mhm. Ja. Und eine Yoga-Lehrer-Ausbildung ist sehr hilfreich, aber nicht Voraussetzung für eine Ausbildung bei Nirmala-Yoga. Also das ist jetzt nochmal so im Kern, das, warum wir das unter Nirmala-Yoga jetzt nochmal rausbringen. Dazu kommt, dass es aus dieser Tradition, wo ich jetzt komme, ganz viel englisches Material gibt und wir uns aber auf die Fahne geschrieben haben, für den deutschen Markt, für die deutsche Community, das einmal durchzustrukturieren und nachvollziehbar zu machen und auch erlernbar zu machen in einem strukturierten Kurs und in einer strukturierten Ausbildung. Sehr schön. Genau, dafür haben wir die Nirmala Yoga Gesellschaft gegründet. Das ist eine Non-Profit, hast du ja schon gesagt, ne? Eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, wir wollen die Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das war uns ganz wichtig. Deswegen haben wir sozusagen die gemeinnützige Gesellschaft dafür gegründet, indem wir quasi das alles abwickeln. Klar, darf man gerne spenden, unsere Arbeit unterstützen. Da freuen wir uns natürlich drauf. Aber uns ging es darum, dieses Wissen halt nicht zu verkaufen. Finde ich auch eine sehr gute Idee, ein tolles Konzept. Und ja. Wie genau habt ihr das jetzt strukturiert? Was ist jetzt sozusagen die Zukunftsperspektive? Was ist geplant? Naja, also der Grundansatz nochmal, um auf diese Gemeinnützigkeit nochmal zurückzukommen, ist halt möglichst vielen Menschen diese Erfahrung zugänglich zu machen. Wir haben dann überlegt, wie wir das machen, weil es braucht natürlich auch finanzielle Mittel, um das der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Aber wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir diese Welt, die im Moment ganz furchtbar ist und grausam ist, nur verändern können, wenn wir den Einzelnen verändern. So nach dem Motto, change yourself and change the world. Mhm. Und so haben wir gesagt, das können wir am besten über eine Non-Profit-Organisation, dass also jeder unabhängig von seiner finanziellen Situation die Möglichkeit und den Zugang hat zu diesem Wissen. Also, und unsere Vision ist natürlich, dass möglichst viele Menschen diese Erfahrung erstmal machen und in Kontakt kommen mit dieser Dimension von Mitgefühl und Liebe, weil das letztendlich auch dann die Gesellschaft und die Welt verändert. Ja. Schön. Und wenn ich jetzt so richtig Lust habe, mal einzusteigen, was mache ich denn jetzt als nächsten Schritt? Die Erweckungsmeditation, würde ich sagen. Okay. Also auf unserer Webseite findest du 3 mögliche Erweckungsmeditationen. Ja, und da einfach mal probieren, ob es funktioniert. Wer dann Lust hat, kann direkt weitermachen mit unserem Grundkurs, auch auf der Webseite. Also von zu Hause aus gar kein Problem, da erstmal einzusteigen, die ersten 15 Lektionen mit uns zu machen. Und oder sonst einfach in den Weg nach innen kommen. Der Grundkurs basiert quasi auf dem Seminar, der Weg nach innen. Also wer nicht so gerne online lernen möchte oder unterwegs sein möchte und lieber vor Ort diese Erfahrung machen möchte, der kann gerne zu uns hier in Sampona kommen. Wir bieten es regelmäßig an. Diese Informationen findest du auch auf unserer Webseite unter den Seminaren. Dann klicke ich mal durch. Ne? Ja, schön. Cool. Ja, danke, dass du uns so schöne Fragen gestellt hast. Danke dir. Und es ist ein tolles Projekt und ich wünsche euch viel Erfolg dabei und ein tolles Weitermachen. Dankeschön. Wenn ihr jetzt Lust habt, die Nirmala Yoga Praxis auszuprobieren und dort mal reinzuschnuppern, dann könnt ihr hier gleich mal unten auf den Link klicken und euch das mal anschauen. Viel Spaß dabei!